Patrick Gehring, Gratulation im Knorz- und Krampfmatch, würde ich jetzt mal sagen. Aber eine gute Reaktion und eine wichtige Reaktion nach der 1-6-Klatsche gestern zu Bern. Ja, voll. Ich glaube, wir haben etwas Gutes machen können. Vor allem vor heimischem Publikum. Ich glaube, 1-0 ist nie das Spiel, das man möchte sehen am Sonntagnachmittag. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist mir so etwas von gleich und ich bin froh, haben wir die 3 Punkte. Es hat aber Emotionen drin im Spiel und vielleicht auch gewisse Frust über die Situation, wo die beiden Mannschaften drin stecken. Gehen Sie da mit mir einig? Ja, vielleicht schon. Ich glaube, ja, es ist sehr so, ein bisschen hässlich geworden. Ich habe das Gefühl, ja, die eine oder andere Situation hätte man vielleicht ein bisschen anders können pfeifen. Eben, unser Topscorer verletzt ausgeschieden, nicht wirklich viele Konsequenzen daraus ergeben. Und einer, der sich möchte oder muss die Justiz eigentlich selber in die Hand nehmen, wie nach wie vor 5 Minuten unter die Dusche geschickt. Ich glaube, ja, das hat ein bisschen viele Emotionen im Spiel gehabt. Es ist gut, dass wir ruhig geblieben sind, dass wir dann auch die 3 Minuten dort killen können. Aber ja, mit einem besseren Ende für uns. Sie sprechen die Szene an, die müssen wir natürlich kurz ansprechen. Ungefähr in der 30. Minute die Aktion von Barberio gegen den Gerrit Rowe, die dort die Gemüter erhitzt hat. Wie haben Sie die Szene gesehen? Ja, es ist schwierig, oder? Jetzt so im Nachhinein ohne irgendwelche Bilder richtig zu sehen haben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Stuckfader gerade einfach in den Ring geht. Und dann wirklich viel verloren dort. Ob es jetzt Absicht oder nicht Absicht war, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und eben, viel wichtiger ist, ich weiß gar nicht, wie es um Rowe geht. Ja, du, eben, das gibt es amigs. Wie gesagt, wir sind hure froh, dass wir die 3 Punkte haben und dass wir jetzt auf Schweden gehen können mit einem guten Gefühl. Patrick Gehring, dafür viel Erfolg und besten Dank. Merci.